Volle Unterhaltung bei Marienhof im Ersten wünscht Ihnen die Spargelcremesuppe von Maggi Meisterklasse. Es wird viel passieren. Wie machst du das eigentlich? Ich meine, mit deinem Mann. Du schiebst doch auch Schichtdienst, oder? Ja, ist schon schwierig. Warum steht der Plattenladen eigentlich immer noch leer? Ich pack's sofort an. Und jetzt die Speisekarte. Und es ist mir noch etwas anderes klar geworden. Und das wäre? Dass ich nie aufgehört habe, dich zu lieben. Es wird viel passieren. Die Arbeit im Krankenhaus macht mir schon Spaß, aber da muss das Private halt mal hinten anstehen. Du sagst es. Toni? Aber dass es so schwierig ist, mit seinem Ehemann ein bisschen mehr Zeit zu verbringen. Du siehst Sven ja fast mehr als ich. Naja, ist schon Wahnsinn, was er als PJler für Schichten schieben muss. Mhm. Und dann vermassle ich heute auch noch unseren gemeinsamen freien Abend. Ich kann meine Eltern hier nicht im Stich lassen. Naja. Morgen ist ja auch noch ein Tag. Magst du vielleicht noch was essen oder wartest du auf jemanden? Mensch, da reden wir die ganze Zeit, wie schwierig es ist, Privates und Berufliches unter einen Hut zu bringen. Da habe ich total vergessen, dass ich ja mit meinem Mann verabredet bin. Was bekommst du? Wie gesagt, es geht aufs Haus. Dann grüß ihn mal ganz lieb von mir. Hm? Ciao, Toni. Tschüss. Da, ich spreche mit dir da. Sven! Hey, du hast ja einen ehefreien Abend. Du wärst fast zum Auto überfahren worden. Das ist doch ein erstklassiger Arzt dabei. Geht's überhaupt noch, Simone? Wir sitzen eh schon auf dem Pulverfass. Und dann hältst du auch noch mit Toni Schwätzchen, aber spinnst du? Und? Was sagst du dazu? Nichts. Wie nichts? Lisa. Was denn? Komm, sprich mit mir. Warum gehst du nicht einfach und lässt mich in Ruhe? Lisa, weil ich... Weil du woanders aus dem Nest gefallen bist. Und jetzt glaubst du, du kannst ihn das hier zurückkriechen. Vergiss es. Aber wir sind immerhin noch eine Familie. Du hast mich verlassen, uns verlassen, dich mit Florence amüsiert und dich 2 Jahre lang nicht um deine Kinder gekümmert. Ich wollte ja, aber sie hat es nicht akzeptiert, deswegen habe ich mich doch von ihr getrennt. Komm, versteck dich doch nicht hinter deiner Ex. Du bist kein Partner und schon gar kein Vater. Also nenn das hier verdammt doch mal nicht deine Familie. Aber ich vermisse euch. Lisa, ich vermisse dich. Ich habe Fehler gemacht. Schwere Fehler. Ich auch. Dass ich dir überhaupt gestatte, unseren Keller zu benutzen und auch nur einen Fuß in diese Wohnung zu setzen. Raus! Mach, dass du rauskommst! Weiß ja, es war blöd von mir. Ja, man kann sich so schnell verplappern. Ich musste nur so an dich denken. Dann bin ich am wilden Mann vorbeigekommen und ich dachte ja, du bist mit Toni. Eigentlich wollte ich ja nur ein Espresso trinken. Dann habe ich drin gesessen. In der Höhle des Löwen. Ja. Aus Versehen. Du verstehst das nicht. Nein. Ich bin halt nicht so rational. Ich habe versucht, dich zu erreichen. Und dann sitzt du da mit Toni. Ich hatte mein Handy aus. Ich konnte ja nicht wissen, dass du doch noch Zeit hast. Wenn ich gewusst
gewusst hätte, wie anstrengend das ist. Was? Na, die Geliebte zu sein. Dann? Keine Ahnung. Aber das nächste Mal halten wir uns wieder an die Abmachung. So, komm mal her, du schöne Frau. Guten Morgen. Hallo, hi. Wie geht's dir? Gut. Ich glaube, du solltest dir das mal angucken. Hier eröffnet demnächst das Bistro City Treff. Das gibt's ja wohl gar nicht. Hm. Hallo, Girls. Neue Konkurrenz? Konkurrenz? Das ist so, als ob Sie von meiner Speisekarte abgeschrieben hätten. Nur alles 30% billiger. Wie kriegen wir das hin? Ja, du kalkulierst doch sowieso schon total knapp. Herr Pechner, warten Sie mal! Morgen, Herr Garcia. Das ist ja wohl nicht Ihr Ernst, oder? Was gibt's denn? Wollen Sie mich fertig machen? Das ist mein Ruin. Sie meinen die neuen Mieter? Na ja, freie Marktwirtschaft. Jeder muss sehen, wo er bleibt. Jetzt sagen Sie nur, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und ich kotze Ihnen auf Ihre Lackschuhe. Ich sehe, Sie nehmen es mit Humor. Das mit den Tabellen habe ich richtig gut hingekriegt. Friedrich war gestern Abend sehr zufrieden mit mir. Er hat gesagt, ich werde noch ein richtiger Profi. Müsste einer, der das sagt, eigentlich nicht selbst einer sein? Was? Schon gut, Oma. Geh schon. Hallo? Hi. Mach ich. Guten Morgen, ihr Lieben. Ihr kennt doch das Foxy. Mhm. Da ist morgen Abend so ein Hip-Hop-Konzert. Das heißt Event. Hip-Hop-Konzerte gibt es nur bei über 30 Partys. Naja, und bei Schülerband-Contests. Naja. Naja, jedenfalls spielt da so eine Gruppe. Es heißt nicht Gruppe, es heißt Act. Wie auch immer. Ich hab vier Karten dafür. Habt ihr Lust? Naja. Ich nicht. Auf gar keinen Fall. Sorry, das zieht jetzt wohl nicht so. Wir müssen jetzt auch in die Schule. Ciao. Hey, jetzt warte mal. Ich hätte ja gesagt. Oldschool-Gangster-Rapper Steve ist in the house. Klar, du hattest die Hosen ja auch schon immer in den Kniekehlen hängen. Aber ich stehe halt nicht auf Hip-Hop. Was geht mich das an? Wieso hat er eigentlich nur vier Karten besorgt? Glaubt er vielleicht, ich bin zu alt? Für so ein Hip-Hop-Event mit Live-Act in the house? Auf einmal macht er Familienmenschen. Wer soll ihm das abkaufen? Robert soll endlich aufhören, uns zu belästigen. Da kann er mir der Appetit vergehen. Morgen. Hey. Und, wie war die Boxfitness? Ah ja, ganz okay. Nur ganz okay? Du warst doch so scharf drauf. Und bei dir? Ach, es war ein ziemlich öder Abend. Ich dachte, du kommst doch vorbei. Ach du, ich war einfach noch ein bisschen frische Luft schnappen. Du gehst ständig spazieren im Dunkeln. Ja, ich bin den ganzen Tag drin und wenn ich das nicht mache, dann drehe ich irgendwann noch mal durch. Kann ich verstehen. Übrigens, deine Kollegin war gestern im Wilden Mann, Simone. Sie war so komisch. Wieso? Ja, weiß ich auch nicht. So konfus. Hat sie das öfters? Eigentlich nicht. Wie ist Simone denn so? Ich meine, als Krankenschwester. Sie ist ziemlich intelligent und mit viel Herz dabei. Wir könnten ja mal sie und ihren Mann zum Essen einladen. Ich finde sie nämlich echt nett. Also, Toni, ich... Ach ja, stimmt. Du willst ja Berufliches und Privates trennen. Genau. Sieh mal. Und damit gehen wir solchen Pannen wie gestern Abend aus dem Weg. Pannen? Brauchst du jetzt ein Ersatzrad für unsere Beziehung, oder was? Natürlich nicht. Ach, so. Mhm. Und wenn ich demnächst dann meinen Eltern im Wilden Mann helfen will, muss ich dann vorher erst schriftlichen Antrag einreichen? Toni, ich möchte doch einfach nur, dass wir mehr Zeit miteinander verbringen können. Guck mal.
Deine Schichten vom wilden Mann sind alle schon eingetragen. Und diese Woche sieht's gar nicht so schlecht aus. Ja gut, bis auf übermorgen. Da habe ich ein Treffen mit Kollegen und da muss man ab und zu hingehen. Ja, und die Abende wären dann für uns. Exakt. Ja, nur nächste Woche wird's ein bisschen eng. An zwei Tagen habe ich Fortbildung und dann noch der Sport. Naja, du weißt ja. Genauso habe ich mir unsere Ehe immer vorgestellt. Am besten, du packst das Ganze noch auf eine eigene Website. Dann können wir die Updates immer und überall abrufen. Jeder lässt sich kaufen, ja? Mal eben mit ein paar Eintrittskarten wedeln und schon kommen alle gesprungen. Für hält er sich eigentlich? Lisa, jetzt beruhige dich doch mal. Ach, ist doch wahr. Zieht hier nach Köln von mir aus. Das interessiert mich nicht. Wenn er will, kann er die Wohnung nebenan haben. Über unsere Schwelle setzt er keinen Fuß mehr. Also mit den Karten, das hat er bestimmt nicht so gemeint. Er hat ja nie was so gemeint. Lässt Frau und Kinder sitzen, weil seine Tussi ihn gezwungen hat. Er hat keine Schuld. Mama, es ist ja doch gar nicht wert, dass du dich wegen dem so aufregst. Er ist ein Arschgesicht und das wissen wir alle. Ja. Entschuldigung. Schön, dass du gleich für mich mitsprichst. Aber deswegen muss man doch jetzt nicht so ein Theater machen. Ach, du hast doch keine Ahnung. Was? Lisa. Ist doch wahr. Was war denn das jetzt? Kurz gesagt, ich bin der höchst zuversichtliche König. So. Und worauf begründet sich Ihre Zuversicht? Ach, es gibt da einen kleinen Fisch in der Galerie, der hat so gut wie angebissen. Na, von mir aus. Hauptsache, da passiert überhaupt mal was. Das wird es, Herr König, das wird es. Herr Fechner, verschonen Sie mich mit Ihren Spekulationen. Rufen Sie mich an, wenn der Vertrag unterzeichnet ist. Ich wollte Sie nur auf dem Laufenden halten, Herr König. Schließlich sitzen wir ja sozusagen in einem Boot. Auf Wiederhören, Herr König. Herr Garcia. Herr Fechner, haben Sie kurz einen Moment Zeit? Aber sicher. Was kann ich für Sie tun? Dieser City-Treff. Was sind das für Leute? Wie können die sich solche Kampfpreise erlauben? Da steckt eine ziemlich große Kette dahinter. Die kleckern nicht, die klotzen. Ja, das ist ja schön und gut, aber doch nicht direkt neben mir. Hören Sie mal, wo macht man am allerbesten eine neue Tankstelle auf? Da, wo es schon eine gibt. Alte betriebswirtschaftliche Binsenweisheit. Ach, und Sie meinen, dass so ein seelenloses Billigteil das Niveau der Galerie hebt? Ja, ich kann Sie ja verstehen. Aber der Laden steht schon so lange leer. Was soll ich denn machen? Wasser? Nein, danke. Also ist schon alles unter Dach und Fach, oder wie? Es gibt noch ein befristetes Rücktrittsrecht auf beiden Seiten. Ich meine, wenn Sie vielleicht doch noch... Wie viel? Weil Sie es sind, sagen wir, 50% von dem, was Sie für das Latte bezahlen. Die Räume sind ja auch kleiner. Wie soll ich das denn schaffen? Wie auch immer. Entscheiden Sie sich schnell. Die Frist läuft. Hast du eine Ahnung, was mit Mama los war? Ich weiß auch nicht. Die beiden liegen voll neben der Kappe. Vielleicht war sie ja nur so mies drauf, weil sie die Reise zu Töppers abgesagt hat. Aber die wird sie schon wieder chillen. Das glaubst du doch nicht wirklich. Wieso? Denn es ist doch klar, dass sie so drauf ist, weil Papa wieder da ist. Ich meine, seitdem der wieder hier ist, holt sie das alles voll wieder ein. Glaubst du, sie liebt ihn noch? Irgendwie? Nee. Er geht ihr auf die Nerven, das ist alles. Ja, und warum ist sie dann nach Köln gekommen? Ja, wegen dir und mir natürlich. Ja, und ihr? Nee, das ist aussichtslos. Nach allem, was er Mama angetan hat. Und da bist du dir so sicher? Ja, wie er sie behandelt hat, das kann man doch gar nicht mehr gut machen. Das weiß er auch. Ja, uns hat er aber auch nicht gut behandelt. Aber wir sind doch seine Kinder. Eine Frau kann er verlassen, aber Vater, das bleibt er für immer. Hi. Hi. Wann fährt dein Zug? Ach, in einer Stunde. Marlon würde ja viel lieber mit dem Auto fahren. Aber er darf nicht. Oh, gratuliere, Mädels. Ihr seid wahnsinnig witzig. Ja. Hast du denn einen Plan gefunden? Natürlich. Zürich ist eine coole Stadt. Da kannst du es echt krachen lassen. Zumal du ja nicht Auto fahren musst. Ich fahre dahin, um zu arbeiten. Worüber schreibst du eigentlich? Die ehemalige Schiffbauhalle. Ah. Es ist ganz cool. Gastronomie, Theater, hallo? Was ist das denn? Für Sven. Hä? Naja, er hat so einen Tick. Er möchte neuerdings jeden Tag Minuten genau durchplanen.
Wozu? Damit wir mehr Zeit miteinander verbringen können. Damit es keine Missverständnisse mehr gibt. Toni, ist das nicht vielleicht ein bisschen übertrieben? Ich glaube, er hat zurzeit einfach ein bisschen Stress. Ah, und deswegen machst du jetzt auch so einen Plan? Naja, ich habe heute Morgen was rumgezickt und damit wollte ich es wieder gut machen. Und ihn ein bisschen auf die Schippe nehmen. Du Schatz, das ist doch süß, oder? Naja, ich weiß nicht. Sag mal, Marlon, weißt du, wann Sven nächste Woche die Fortbildung hat? Also ich meine, an welchen Abenden, damit ich den Plan hier fertig machen kann? Was sollte ich denn das wissen? Ich bin doch bloß Zivi. Und diese ganze Planerei finde ich sowieso blöd. Entschuldigung, es war nur eine Frage. Oh, haben wir dich ein bisschen zu doll geärgert, Schatz? Kommst du, ich muss los. Ciao. Ciao. Marlon, und viel Spaß beim Zugfahren. Ja, danke. Wieso ist dein Espresso fast so gut wie meiner? Wieso, was spricht dagegen? Du bist kein Italiener. Einige behaupten sogar, meiner wäre ein klein Tick besser als deiner. Wer sagt das? Carlos, ich will Namen, Namen. Keine Sorge, bald mache ich dir vielleicht gar keine Konkurrenz mehr. Sie die Treffer? Die haben hier rumspioniert. Die wollen mich offen ruinieren. Und jetzt? Oh, Fechner würde den Laden stattdessen auch an mich vermieten. Wie viel? Zu viel. Ich könnte ihn nur als Lagerraum benutzen. Aber das würde ja kein Geld bringen. Hallo zusammen. Hallo. Buongiorno. Ein Kaffee zum Mitnehmen, bitte. Und, wie sieht's aus, so tendenziell? Wegen des Ladens? Ja, ich kann die Leute vom City-Treff nicht mehr lange hinhalten, das wäre unfair. Sie geben was auf Fairness? Vielen Dank, stimmt so. Ein Glück, dass Sie nicht auch noch Pizza und Pasta anbieten. 10 Cent Trinkgeld. Fechner ist wirklich der Größte. Hey, Steve. Was machst denn du hier? Ich hol gerade den Koffer aus dem Keller. Hat Mama dir den Schlüssel gegeben? Nee, den habe ich aber Inge abgeholt. Mama hat gerade ein bisschen viel zu tun. Und ist auch nicht so gut, auf dich zu sprechen. Was denn jetzt mit diesem Hip-Hop-Event? Kommst du nun mit? Ja, ich denk mal drüber nach. Aber nicht zu lange. Ich habe ja deine Nummer. Würde mich freuen. Oh Gott. Hey. Warte, warte. Komm. Du hast mal Baseball gespielt? Ach, nicht so richtig. Ich fand's einfach nur cool. In diesen amerikanischen Romanen, da spielen die das doch immer. Ich war damals fast mal so alt wie du heute. Hey, den Schal hatten wir dir doch mal zum Geburtstag geschenkt. Weil du zu so einem Kongress in Kanada musstest und nichts Warmes zum Anziehen hattest. Mama hat uns versucht, das Stricken beizubringen. Wir haben dann schichtweise gestrickt. Eine Stunde Pia, eine Stunde ich. Das Rote, das war übrigens ich. Dass du den immer noch hast? Hi. Herr Doktor? Wir können uns diese Woche leider nur noch übermorgen Abend sehen. Wir sehen uns doch jeden Tag. Komm, du weißt, was ich meine. Du meinst, küssen wie die Verrückten und Kleider vom Leib reißen? Hör auf, sonst drehe ich noch durch. Simone, wir müssen vorsichtig sein. Toni mag meine Terminplanung nicht. Nächste Woche? Hab ich jede Menge Zeit. 3-mal sehen wir uns auf alle Fälle. Ja, man muss nehmen, was man kriegt als Geliebte. Mhm. Oh. Tja. Die Arbeit ruft. Ladies first. Herr Doktor.
Ma questi mi vogliono rovinare! Ma... In dieser Familie wurden zu viele Türen geknallt. Autsch. Kein Wunder, dass sie nicht mehr richtig schließen. Ach, Lisa, es hätte doch Zeit gehabt, bis Frank wieder da ist. Ich habe gelernt, es ist gut, wenn man nicht auf meine Hilfe angewiesen ist. Na bitte. Gratuliere. Dann ist also die Zeit des Türenknallens endlich vorbei. Warum sollte sie nicht? Na ja, heute Morgen, da stand dein Barometer ja ganz schön auf Sturm. Heute Morgen? Ach, deswegen, Robert. Was sonst? Das soll ich jetzt erzählen oder nicht? Oh, entschuldige, ja. Er zieht also nach Köln. Die Sachen im Keller lassen dir nun keine Zweifel aufkommen. Die Stadt bekommt einen neuen Schönheitschirurgen. Warum ausgerechnet Köln? Was meinst denn du? Die Kinder? Er sagt, vor allem wegen mir. Was? Er hat nie aufgehört, mich zu lieben, behauptet er. Ja, dann warte halt hier so lange. War dein Mann eigentlich sauer? Was? Na, gestern Abend. Nee, halb so wild. Schöne Kette. Danke, die hat mir Sven geschenkt. Könntest du ihm bitte sagen, dass ich da bin? Du, das ist gerade ganz schlecht. Auf der Autobahn gab es einen schlimmen Unfall. Ganz viele Verletzte. Oh. Ja, hier ist die Hölle los. Eine OP nach der anderen. Es kann heute länger dauern. Dann lege ich das einfach irgendwo hin. Ja, mach nur. Ich muss wieder auf Station. Okay. Ausbalanciertem Koffein. Danke, es war wunderbar. Auf Wiedersehen. Finde Balance. Jakobs Krönung Balance. Citytreff, ist es der neue Mieter? Na ja, mal sehen. Vielleicht. Onkelchen, Hauptsache du machst nicht wieder irgendwelche krummen Sachen, ne? Entschuldige mal, was soll denn diese Unterstellung? Ich hab dich vermisst. Papa.